Noch ein Willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. In der letzten Folge sind wir hier in den Schlund von Kharos. In den Schlund von Kharos reingegangen, weil wir haben diesen einen Typen verfolgt, der hier unsere Kiste geklaut hat. Und der Pfadfinder. Und ist schon wieder ein paar Wochen her, seit ich gespielt habe, glaube ich. Und ja, ich glaube, ich habe ein paar Sachen offscreen gemacht. Ich habe hier nämlich Notizen liegen und ja, ich habe Sachen gelernt, glaube ich. Attacken. Arzt meine ich. Yuri, Level 34, Geisterwolf. Wo ist es? Ja. Dann Carol, Level 35, Strafender Blitz. Strafender Hilfsschlag. Strafendes Beastblitz. Ja, boom. Cell, teilende Schneide. Warum sage ich die ganze englische Begriffe? Schon wegen meinem englischen Kanal. Repeat, Sturmhund. Level 34. Wo ist es? Da. Und durchtriebener Dieb. So, als Titel erhalten. Weil ich nämlich an viele Sachen geklaut habe. Judith hat gelernt Dämmermond auf Level 35 und Raven hat zwei Sachen gelernt, einmal Himmelsträne auf Level 34 und finstere Verfolgung auf Level 33. Himmelsträne und finstere Verfolgung. Und Patty hat edle, ne, das ist nicht Patty, hier ist Patty, edle Elemente, boom. Und ja, ich glaube, das war's. Und ich habe mir was hergestellt in den Shop, und zwar eine Arztsphäre. Lass mich die mal ganz kurz zeigen. Müsste irgendwo hier sein, nehme ich an. Arztsphäre. Müsste hier sein, hoffe ich. Ich bin wahrscheinlich hier. Und ja, eine geheimnisvolle Kugel, die deine Entscheidungsfähigkeit verbessert. Sie erlaubt dir, einen weiteren Satz Arzt anzuwenden. Und ja, gucke ich das an. Wir machen mal nochmal hier. Boom, ich kann jetzt einstellen. Wenn ich L1 gedrückt halte, während ich jetzt die Knöpfe drücke, also nur Kreis oder Kreis oben und so, also L1, Kreis und oben gleichzeitig, dann kann ich noch auf andere Arts zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt insgesamt 16 Arts einsetzen. Nee. Doch, 16 Arts. Und ja, nicht schlecht. Einmal nicht so viele Arts. Und ja, wird schon irgendwann nützlich sein. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter. Ich habe, glaube ich, alle Sachen gelernt offscreen. Hier, was ich alles lernen kann mit jedem Charakter. Also ja, müssten eigentlich gut vorbereitet sein. Und ja, wo geht's da links lang? Da unten. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung der jetzt hingerannt ist, aber wir gucken mal. Dreck. Jetzt kommen wir direkt zwei Kämpfe. Ich weiß auch, dass das Leben auch nicht, warum ich Carol steuere, aber ich habe meinen ich schon vertraut von damals, bevor ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wo seine ganzen Attacken sind, ey. Oh. Komm mal her. Also meine da. Ich drehe mich. Ich habe gesagt, ich drehe mich. Na, oh, vorbei. Dann mache ich dann eben noch mal. Gibt es halt einfach nicht, ey. Ist jetzt hier die ganze Flecht angefallen, aber die Leute kommen trotzdem die ganze Zeit, hau mich hier kaputt. Wir gehen schon gleich die TP auf. Hallo, Hilfe! Alter, kannst du mal. Gehen alle irgendwie wieder auf mich los, habe ich so ein Gefühl. So, Heilung. Man könnte eigentlich meinen, ich würde die Gegner damit heilen, weil ich den voll auf dem Boden da packe, den Angriff. Hallo. Ich
So, stirb mal bitte. Man kann mal aufhören, alles mit hier. Boah, ja, die ganze Zeit verlieren, aber also ich gehe auf den anderen los, dann kommt der andere und haut mich kaputt, ey. Okay, ich muss nicht in den seine Nähe. Wir verarschen, geht mal weg, ey. Oh. Boah, Carol, du musst ein bisschen schneller sein, ey. Das geht so nicht. Sag mal so wie Patty, ja, mit ihr würde ich hier schon längst alles kaputt gehauen haben. So, TP plus bitte. Ich meine, das Essen ist noch alles richtig eingestellt. Aha. Ich dachte erstmal, kommt nur so da zurück, aber nein. Man kann sogar hier was finden. So, Silber, Haarreif, irgendwie sowas. Mehr P-Verteidigung, magische Verteidigung. Wäre, glaube ich, für sie besser, ne? Silberreif, warte mal, sie hat schon Silberhaarreif. Okay. Das ist der Katzenarmreif, ne, der war schlechter, glaube ich. Da oben ist noch eine Truhe, habe ich gesehen. So, ich nehme an, dann ist da der richtige Weg, ne? Wie verfehle ich die Tür? Hallo, da ist genau durch den durchgegangen. Er will mich auf den Arm nehmen. Hat doch volle Möhre getroffen, ey. Okay, wo ist denn hier ein neuer Angriff? Ja, strafender Beastblitz. Durch L1 und Kreis und Boom. Muss echt irgendwie eine Fähigkeit oder so, mit der schneller angreifen kannst. Da gibt es doch schon auch so was, ne? Von Ratiofarm. Aua. Cool, hat außerdem diese eine Fähigkeit, die irgendwie seine HP, seine KP erhöhen. Nach dem Kampf. Weil zufällige Chance, die KP zu erhöhen. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn das hin und wieder mal passieren würde. Man könnte nämlich ganz schön viel KP bekommen. Boom. Alle geil. Da rennt sie jetzt weg oder nicht? Boom. Ich klatsche einfach ein. Bonk. So, ich hoffe, Pudding wird hier noch trainiert, ne? Wieder anhört. Wird der Pudding noch trainiert? Ja, hat null, merke ich gerade. Wie viel KP hat er? Hat er euch da überhaupt ausgerüstet? Ich glaube, ja. Ab und zu maximal KP nach einem Kampf. 2678. Ich bin nicht so oft im Team, deswegen. Jiraiya. Wieder was Neues zum Lernen. Nee, hätte ich da mal früher gefunden. So, warte mal, ja. Stehen plus. Die Vollzeit von stehen, ja, okay. Habe ich da überhaupt nachgeguckt? Jiraiya, der Eremit. So, okay, ja, okay, ich habe doch ordentlich heute mal da stehen. Da sind 5 Stunden zwischen ja, meinen letzten Part und den jetzigen Part. Also, nehme ich mal an, ich habe eine ganze Ecke trainiert. Was auch nicht schaden kann, weil das Spiel wird nicht einfacher, habe ich so gefühlt. So, komm nur mal her. Boah, schau dir einfach mal die ganze Zeit auf die Omme. Boah, ich habe doch Kreis gedrückt, Mann. Okay, ich wollte nur Party B. Oh, du hast was gekocht, Party. Da. Da geht er hin. Das sah sehr komisch aus. Was war das, Party? Beweglichkeit. Wir haben noch genug TP. So, hui, da war komisch. Warte, ich wollte ihn gerade abschießen. Habe ich nicht gedacht, dass er jetzt schon so nah war. Ha.
okay, dich hau ich mal eine über. 2678, darf ich nicht vergessen. Muss man auch achten. Ich habe mich auch schon letztens gewundert, warum Raven irgendwie so viel HP hat. Aber da liegt an diesem einen Bonus hier, diese eine Fähigkeit, der seine Werte erhöht, wenn weibliche Charaktere im Team sind. Und ja, anscheinend auch die AP zu beeinflussen. Und die TP, irgendwie alles scheint da zu beeinflussen. Also je mehr weibliche Charakter im Team sind, desto stärker wird Raven. Aber ich habe mich letztens so gewundert, warum hat denn der so viel HP und TP und alles, ey? Ich dachte erst, er liegt nur am Bogen, aber dann ist es mir doch aufgefallen. Oh ja, wollte ich nur mal sagen. Aha. Und das war ein Heiligen. Ey, wäre ich mal ein bisschen weiter hier reingegangen, dann hätte ich hier so schön trainieren können. Muss die ganze Zeit wieder zurück, irgendwie mich hochheilen und so. TP. Und ja. Na, was ist denn hier los? Was soll nicht vorher gemacht werden? Weißt du auch, was passiert ist? Hallo. Ist der ein Vampir? Er hat Vampir-Szene. Wie ganz wie du meinst. What? See you next time. Hell to you. Yes, I am. Und so. Genau. Theropus. Wir spielen als Carol, also wir kriegen derbe auf der Fresse. Ah, was soll's. Theropus, 165.000 Resistenz, Schwäche, Licht, nehme ich an, ne? Oh Gott, der wird so hart und fertig, Mann. Aua, was? Ein Schlag? Oh mein Gott, wie soll ich den erreichen? Der Patty ist schon tot, geil. Ja, super. Ja, belebt mal bitte. Oh. Ach komm, das ist nicht fair. Geh noch mal auf mich los, ey. Alter, ich komme nicht an ihn heran. Ran.
Da wird aus jetzt schon wieder kaputt, ey. So gut, Patty. Ich habe dich mit hochgeheilt. Boom. Oh, gut gemacht, Patty. Aus deinen tödlichen, oh Gott, Angriff eingesetzt. Zauberfleder, was? Aber ich kann sogar Arzt damit spammen, das wusste ich gar nicht, wenn ich im Überlimit bin. Blutfledermaus, oh Gott, wir haben drei verschiedene Arten von Gegner. Ich hoffe, die teilen sich alle in den AP-Balken, ey. Also mit dem Boss. So. Irgendeinen haben wir noch nicht. Zauberfeder. Blutfeder. Federführer. Was? Soll ich dich erledigen? Boom, Heilung. Oh Gott, ich bin verwirrt. Gut, oder auch nicht. Warum habe ich mich nicht geheilt? Hallo? Ich habe den Angriff eingesetzt. Ich habe keine TP. Aua, 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 aua. Das ist ein nerviger Kampf, das sehe ich doch jetzt schon, ey. Jetzt den Angriff ein. Ich dachte, ich muss nicht nah genug an die rangehen. Aua. Oh, die setzen einen Zauber ein, merke ich gerade. Oh, ich habe den Baseballschläger gegen das Gesicht, ey. Komm her. Komm her. Zum Matsch und Fledermäuse. Jetzt muss ich setzen auch ein bisschen Magie ein. Estelle und Rita müssen das abkönnen. Oh, gut. Das war ein guter Angriff. Ah, oh, man. Warum müssten wir immer umfallen? So, boom. Bonk. Er sieht voll blutrünstig aus, ey. Ich komme einfach mit dem Hammer und matsch die ganze Zeit diese Fledermaus ein, ey. So, boom, eine weg. Ich hoffe, das ist auch gut. Ich glaube, ich muss die alle irgendwie so einmal, aua. Aber bitte sagt, er wiederholt sich die ganze Zeit. Okay, gut. Na, gib mir mal einen Apfelgummi, bitte. Da, ich bin schon wieder verwirrt. Okay, was? Ich bin nur eine Sekunde verwirrt. So, einer von euch war schon fast tot. Habe ich den schon? Du. Machst du da? Boom. Bonk. So. Zauberfleder. Wie wär's mal, wenn du verreckt, ey? Wir haben heute die Zauber einsetzen. Ich glaube, ich spinne. Ich kann ihn nicht mal erreichen. Die sind so hoch. Ich bin so klein. Aua. Boah. Oh mein Gott. Erlaubt damit, Mann. Okay, irgendwie werden die richtigen Angriffe eingesetzt. So, ich habe mich auch mal kurz hoch. Wenn es geht, so. Ey, das ist unfair, ich komme nicht an die heran. So, ich hoffe, wir schaffen den Kampf auch am Ende. Ey. Ich habe jetzt keine Lust, hier Zeit zu verschwenden. So, bonk. Mitten gegen die Fresse. Mitten gegen die Fresse. Ah, sehr gut. Warum müssen die immer direkt umfallen? Ich kann die danach nicht treffen. Oh, komm mal her. Aber das ist so kacke, ey. Also ich versuche die zu treffen, aber zwar wenn ich vier gedrückt halte, dann realisiert.
Aua. Au. Au. Ja, ist immer so kacke, wenn ich mein Limit einsetze, mein Überlimit. Bonk. So, hätte ich auch noch ein bisschen geil, glaube ich. Na, wo ist Rita? Komm mal her. Oh, was? Ja, Überlimit hast du auch noch, ist klar. Oh. Ja. Nein, geh nicht auf sie, Mann. Oh, ich krieg das Kotzen, ja. Wenn ich da einmal will, dass der auf mich losgehen, ne? Wie kannst du mich eigentlich treffen, wenn ich von hinten zu denen renne? So. Ja, wenigstens, wenn ich ihn treffe, dann tut das weh. So. Komm her. Boom. Okay, voll geheilt, gut. So gut wie. Nein, nicht alle auf ihn losgehen, obwohl vielleicht doch. Au, nee. Schlechte Idee. Boom. Boom, komm her. Habe ich ihn getroffen? Probier, ich habe den nicht getroffen, ne? Na, komm her. Bonk, 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 bonk. Immer schön draufhauen, immer schön draufhauen, immer schön draufhauen. Immer schön draufhauen auf das Ding. Also halbwegs Schaden gemacht. Oh nee. Oh, jetzt schon wieder diese. Ich hab mir echt gewünscht, dass diese Phase nicht noch mal kommt, ey. Da. Oh, immer wenn ich meinen Angriff einsetzen will. Na, habe ich Zauberabwehr überhaupt mit ihm? Nö. Oh. Nein, nein. Ah. Ja, wenigstens setzt Patty Dings ein. Alter. Ich war doch schon so schnell wie möglich weg, ey. Oh. Oh. Na, ich kann nichts machen. Drei Knöpfe. Ja, lass mich mal lieber wieder beleben, habe ich so Gefühl. Ich glaube nicht, dass es schafft, mich wieder zu beleben in dem Chaos. Oh, sehr gut, danke. Ah, ich werde die ganze Zeit von den blöden Zauber hier getroffen. Ey. Nein, hör auf. Ah. Ah, kommt her. Mach ich fertig. Ich habe Gefühl, der Kampf wäre viel einfacher gewesen, wenn ich Yuri genommen hätte, aber irgendwie macht der Kampf so voll Bock. Ich weiß nicht wieso. Oh, sehr gut. Kann nichts machen. Ich drücke die ganze Zeit weiter, aber passiert nichts. Das ist so blöd, die fallen immer direkt um. Wegen dieser Welle, die ich hier erzeuge, beim Verwandeln ins Überlimit. Da liegen die am Boden und ich kann die Hälfte der Zeit nicht treffen. Das ist so kack gemacht, ey. Ich muss immer erst einen Kilometer Entfernung von der von dem mein Überlimit einsetzen. Aua. Am liebsten noch sollte vorher lieber auf diese Zauberdinger eher losgehen, aber ja, fliegt noch am Boden, ey. So, du bist, nein, du bist immer noch nicht kaputt. Ich kaputt, da gibt's jetzt nicht. So, komm her, boom. Langsam aber sicher. Aber Spinne, ey. Bonk, bonk. Nein, oh, fall doch nicht die ganze Zeit um. Na, oh, ich schaff wieder. Ich hab den nie mit meinem zweiten Angriff. Oh, danke. Aua. Ah, geh mal ein. Mischgummi kann ich mir schon kaufen. Ja, nämlich sehr gut. Oh, sehr gut. Nein, so cool. Nein, jetzt doch. Nein, oh, ehrlich. Er hat nur so viel AP, ey. Wir haben jetzt die Hälfte abgezogen.
Ja, geh weg. Okay, TP bitte. Du bist immer noch über Limit, ne? Aua. Da jetzt nicht mehr. Boah, das geht mir so auf den Nerven. Lass mich doch mal an dich heran. Alter. Boom. Nein, ich treffe den damit nicht. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ja, gut gemacht, das Teil. Mein Gott, geh doch mal auf mich, ey. Das gibt's ja jetzt einfach nicht. Boom. Ich hasse es, wenn, ey, wenn ich will, dass die Gegner auf mich losgehen, dann gehen sie nie auf mich los. Wenn ich nicht will, dass die auf mich losgehen, dann. Boah, jetzt liegt er wieder am Boden. Ja, und dann haue ich den wieder und liegt er wieder am Boden. Ey, das gibt's jetzt nicht, ey. Boah, voll Verschwendung jetzt gerade. Ey, das gibt's jetzt nicht. Komm her. Wenn er am Boden liegt und ich hau den, dann fliegt er wieder am Boden. Dann kann ich ihn wieder nicht treffen. Er ist auch kacke. Ja, schon wieder nicht getroffen. Boah, und schon wieder. Diese Phase geht mir so auf die Nerven. Nee, warte mal, ich gehe nochmal auf den. Ich gehe mal auf den. Wo ist er? Lederführer los. Vielleicht, wenn ich nur den erledige, dann. Weil irgendwie tun die sich wieder zusammen, obwohl ich noch irgendwie voll viele von denen nicht erledigt habe. Und rennt das ganze Zeit weg, ehrlich. Und ich bin verwirrt. Okay, die Steuerung wird umgedreht und weiß nicht. Ich glaube, die Knöpfe auch. Und das ist unfair. Die gehen alle. Der rennt weg, ey. Komm her. Ey. Oh mein Gott, jetzt ehrlich. Der rennt die ganze Zeit weg. Das ist ja voll bescheuert, ey. Na, warte du. So, ich treffe dich mit dem Angriff wenigstens. Ich hoffe, den seine AP sind verbunden hier mit. Boah, ich treffe den mit nichts anderem. Komm her. Ah. Einfach. Den hier. Ich habe nicht getroffen, geil. Komm her. Ja, das gibt's halt aber nicht. Ich hasse diese blöde Mechanik, dass die Gegner von einem wegrennen. Ey. Kann sein, dass er in diesem Kampf sogar gewollt ist, weil weiß ich nicht. Aber trotzdem, ey, das ist doch wohl so was von Kacke. Ey. Guck dir einer an, ey. Aha. Und dann treffe ich auch nicht, ey. Na, schon wieder nicht getroffen. Aber komm her. Ich weiß, dass ich den erledigen muss. Das gibt's jetzt nicht. Bleib gefasst hier, ey. Junge, ey. Jetzt haut der schon wieder ab. Ey. Oh. Das ist so dämlich gemacht, ey. Und dann treffe ich den nicht. Geh noch mal jemand anders auf den los, ey. Ich hab den nicht. Oh, ich weiß gar nicht, warum ich versuche, ey. Der hat mich noch kein einziges Mal angegriffen. Der hat noch kein einziges Mal angegriffen, ey. Da hab ich den falschen getroffen, ey. Geh mal jemand auf den los, ey. Boah. Das hat ein bescheuerter Kampf, ey. Ah, jetzt gehst du auf die los, ist klar. Boah. Wenn ich gerade nicht da bin, ey. Oh mein Gott, das ist. Hi, wer hat sich den Kampf ausgedacht, ey? Rennst du die ganze Zeit weg, weil ich dich verfolge? Ich war mal wieder in den Angriff über.
Du gehst sogar wieder in den Angriff über. Ich krieg da Kotzen, ja. Gab's nur nicht an, weil ich die ganze Zeit verfolge, aber ey. Da komm auf mich los. Boom. Also ist er die ganze Zeit am Wegrennen, ey. Also ist das nicht irgendwie Boss verhalten oder irgendwie so, warte. Er schon wieder in diesem blöden Modus hier, wo die die ganze Zeit von einem wegrennen, ey. Er kotzt mich so an, ey. Er hat sich diesen Mist ausgedacht, ey. Also das wird so irgendwie einen Zufallskampf machen im Pokémon und Pokémon, die rennen einfach vor dir weg, ey. Das ist auch voll kacke, wer denkt sich denn so was aus, ey? Da. Toll. Also irgendwie nichts gemacht. Ja, toll, was hat er jetzt gemacht? Gar nichts. Ich kann mein Überlimit nicht einsetzen, weil diese Pisser mich jetzt gerade verwirrt haben. Jetzt nicht. Boah, ich bin schon wieder verwirrt, ey. Boah. Das ist ein Kackkampf, ja. Ja, man hat mir jetzt gemacht, den zu erledigen. Kampf geht immer noch weiter. Wo ist Patty? Ja. Aua. Ey, ich bin durchgehend am Rennen, ey. Ich werde trotzdem gut. Habe ich keine TP für den Angriff. Boah, wie viel TP baut dafür? Nein, bitte nicht verwirren, geh weg. Ich habe schon wieder gesehen, was du hier vorhast, ey. Na, oh, du besser. Oh. Boah, habe ich irgendwas gegen Verwirrung, ey. Das geht mir so auf die Nüsse gerade, ey. Lähmung, Betäubung. Dreck, ey. Hey, die ganze Zeit verwirrt werden von dem Kacke. Dann möchte ich die ganze Zeit von Magie angriffen und dann schon wieder hallo. Wenigstens zieht das hier nicht ab, ey. Oh, Krankenschwester. Aber ich habe schon gesehen, was du vorhast, ey. Verstehe jetzt irgendwie trotzdem nicht, was hier den Fledermausführer hier gebracht hat, dass ich ihn erledigt habe. Für wenn Juri gestaltet, dann wäre jetzt viel schneller vorbei. Ah, das war jetzt aber ja langweilig. Komm her. So, ich wollte schon sagen. Wissen hat der eigentlich nicht so viel, nicht so viel TP verbraucht. Da kommt mal irgendeiner, ja. Boah, jetzt sind die wieder umgefallen. Jetzt habe ich wieder nicht mit jedem zweiten Angriff. Kackt mich so an. Trotzdem erledigt. So, sagst du dazu? Du wolltest mich schon wieder verwirren. Das habe ich genau gesehen, ey. Oh, komm her. Hör auf die Estelle loszugehen, Mann. Oh Gott, reicht noch. Oh. Also jetzt gehen sie wieder alle auf mich los. Aber gleich, wenn er sich wieder verwandelt in den einen, ne? Rennt er die ganze Zeit von mir weg und geht auf Estelle los. Pass auf. Wir sind alle gerade voll im Eimer, merke ich gerade. Und das Teil kann nicht heilen, weil die ganze Zeit angegriffen wird von allen möglichen. Ach, mehr. Oh gut. Krankenschwester.
machst du da? Samt dem. Hey. Boah, das ist so bescheuert, ey. Hört auf, von mir wegzurennen, ey. Ich krieg so eine Katze mehr. Meine Fresse, ey. Das jedes Mal, ey. So, wer, der gibt uns jetzt am Ende noch volle Möhre auf die Fresse raus. Einige Bosse haben irgendwie die Tendenz dazu machen, ne? Irgendwie voll stärker zu werden am Ende. Darauf habe ich keine Lust. So, so, du bist erledigt, komm her. Und er rennt schon wieder weg. Automedicine, das ist ein Englisch. Autoarznei. So, komm her. Boah, jetzt rennt der auch weg, ey. Auf damit, ey. Junge. Ich meine, ja, es sind Magier-Viecher, aber trotzdem. Wenn wir jeden einzelnen Kampf damit zu kämpfen, ey, die Gegner vor allem weg, dann ist doch so von Ideen nicht gemacht, ey. Boah, willst du mich verarschen? Sag mal, willst du mich verarschen? Komm, wir fangen jetzt her, ey. Ich könnte hier gleich so schreien, ey. Ich will doch nur dich erledigen, ey. Was ist denn da an? Will ich verarschen? Ja, jetzt. Boah. Aber wenn du mich hier. Boah. Das wäre echt das schlimmste. Schlimmste Mechanik, die ich je in irgendeinem Spiel gesehen habe, ey. Tut mir die vor allem wegrennen, ey. Während man versucht, die zu erledigen. Das ist ja nicht normal, ey. Ich kann nicht sagen, dass die das geplant haben. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. So, komm her, ey. Ich höre jemanden zaubern. Geht niemand auf den anderen los, geil. Boah. Leute. Boah, geht doch mal jemand auf den los, ey. Wir verfolgen ja die ganze Zeit den und... Der andere ballert die ganze Zeit auf uns. Das geht so nicht, Leute. Habe ich deren KI so eingestellt, dass die mir folgen oder was? Auch mal den, ja, Petty Audio mal kaputt, bitte. Irgendeiner, bitte. Irgendjemand, Rita, gut. Normal. Weil man macht irgendwie den Kampf nicht schwieriger, macht den einfach nur nerviger. Wir haben voll Zeit am verschwenden. So, endlich mal jemand den kaputt gehauen. Ey. Oh mein Gott. So, kotzen, ey. Bring da deine an. Wer dachte, das wäre eine gute Idee? Rita, setz irgendeinen Zauber ein, ey. Ich krieg hier gerade. Stell, du auch, ey. Hast du überhaupt einen Angriffszauber? Rotan, da. Wie auf den los, ey. Das treffen wir hier nicht. Boah. Ey, was ist das? Mein Gott, ey. Steinhagel, was weiß ich. Sag mal, willst du mich hier verarschen? Komm, gefällt mal her, ey. Wieso krieg ich denn den nicht? Meine Fresse, ey. Boah, hau den kaputt, ey. Oh, nee. Boah, das ist ja schon wieder...
Mein Gott, lass dich doch mal treffen, ey. Oh mein Gott. Ey. Ey, ich habe keinen Bock mehr, wenn das so weitergeht. Warum kann ich ihn nicht treffen, wenn er wieder runterfällt? Boah, verreck. Oh mein Gott, ey. Boah, war der schlimmste Kampf aller Zeiten, ey. Mann, diese Funktion, ey, wenn ich vor die halt rausgepackt haben aus den anderen Spielen. そのキスでは。撤退する。バイバイだよ。クソ。臭いな、もう。これじゃワンコも匂いを追えないってか。匂いさえ我慢すれば平気なのじゃ。その匂いがダメなんだってば。あいつらを追うぞ。 Okay, das war der schlimmste Kampf aller Zeiten, ey. Einfaches Zelt, ja. Mein Gott, ey. Silberhut. Ey, ich fass das immer noch nicht, ey. Wie kann man so eine Art Funktion? Wie kann man so was programmieren, ey? Okay, aber du musst raus, ey. Geht so nicht. Okay, alle sind Level 36. Du bist Level 35. So, Silberhut. Ist das irgendwie... Ja, hier ist was. B-Verteidigung, magische Verteidigung. Kann sie gar nicht ausrüsten. Was? So, hier. Ja. Mein Gott, ich glaube, ich beende den Part hier. Er war so nervig. Ich muss ja mal... Ich muss eine Pause haben davon. Und ja, würde ich sagen, ich beende mal hier. Mit lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, das wäre sehr lieb von euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann weiter versuchen, den Typ zu verfolgen. Den ich habe vergessen, wie er heißt nochmal. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.